Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Umsatz mit Wohnimmobilien verdreifacht. Berliner Wohnhaus von Cem Özdemir attackiert und das Wetter. Viele Wolken, aber auch ein bisschen Sonne. Auf alle Fälle bleibt es trocken. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 17. Dezember 2019. In Wohnungen und Wohnhäuser in Berlin ist im vergangenen Jahr dreimal so viel Geld geflossen wie 2009. Der Umsatz wuchs von 3,6 Milliarden Euro auf 11,1 Milliarden Euro. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht 2019 der Deutschen Gutachterausschüsse hervor. Mit einer jährlichen Steigerungsrate von gut 13% war der Zuwachs im Bundesländervergleich nirgends so groß wie in der Hauptstadt. Anzeichen für eine grundlegende Trendwende sehen die Experten nicht. Die Wohnungsnachfrage sei groß, das Baulandangebot schwinde. Inzwischen steigen die Preise auch über eines Umkreises von 20 bis 25 Kilometer um die Hauptstadt hinaus, wie aus dem Bericht hervorgeht. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat auf Twitter von einer Attacke auf sein Wohnhaus berichtet. Ein Stein sei gegen ihre Haustür geworfen worden, die Botschaft gelte wohl ihm, twitterte er am Montagabend. Er wolle sich aber nicht einschüchtern lassen und werde weiterhin lautstark seine Stimme erheben. Wo sich der Steinwurf ereignete, veröffentlichte Özdemir nicht. Er ist als Bundestagsabgeordneter oft in Berlin, seinen Wahlkreis hat er in Stuttgart. Die Berliner Polizei bestätigte dem Tagesspiegel am Dienstag, dass der Angriff in Kreuzberg stattfand. Eine Anzeige des Bundestagsabgeordneten sei am 16. Dezember eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat soll sich aber bereits am 13. Dezember ereignet haben. Neues Jahr, neue Preise. Das gilt 2020 für Pakete bei der Deutschen Post DHL. Zum 1. Januar steigen die Paketpreise für Privatkunden im Schnitt um 3%, wie der Bonner Konzern am Dienstag mitteilte. Die letzte Preiserhöhung liegt mindestens 3 Jahre zurück, für einige Paketarten auch länger. Die Anhebung fällt unterschiedlich aus. Ein bis zu 2 Kilo schweres mittelgroßes Päckchen zum Beispiel kostet in der Filiale künftig 4,79 Euro. Bisher sind es 4,50 Euro. Wer sein Paket online frankiert und nur abgibt, zahlt weniger. Das Unternehmen begründete die Preiserhöhung mit gestiegenen Personal- und Transportkosten. Kurz vor Weihnachten ist es in Berlin erneut zu einer Technikpanne gekommen. Wie die Berliner Morgenpost meldet, traf es dieses Mal die Polizei. Dort müssen nun mehr als 8000 Polizisten auf die Auszahlung eines Teils ihres Geldes warten. Betroffen von den Technikproblemen ist ein Programm zur Personalverwaltung. Daten, die die Polizei zuliefert, konnten nicht verarbeitet werden. Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten können somit nicht ausgezahlt werden. Die Bandbreite der ausstehenden Beträge reicht von 2,49 Euro bis 211 Euro. Diese Zulage erhalten Polizisten normalerweise 2 Monate nach ihrer Entstehung. Nun soll das Geld Ende Januar gezahlt werden. In Berliner Gefängnissen wird zu Weihnachten ofenfrische Gänsekeule mit Rotkohl aufgetischt. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz auf Anfrage mit. Während der Feiertage sind auch evangelische und katholische Gottesdienste in den Anstalten geplant. Derzeit sitzen rund 3700 Gefangene hinter Gittern. Justizsenator Dirk Behrendt von Bündnis 90 Die Grünen sagte der deutschen Presseagentur, auch in Haft könne Weihnachten gefeiert werden. Soweit wie möglich könne es auch eine besinnliche Stimmung geben. Der Grünen-Politiker dankte zugleich den Bediensteten in den Haftanstalten, die an den Feiertagen arbeiten und nicht mit ihren Familien zusammen sein können. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel bedeckt und es bleibt mild bei Tiefsttemperaturen um die 10 Grad. Der Mittwoch startet noch mit einer dichten Bewölkung. Im Laufe des Tages zeigt sich dann aber auch vereinzelt die Sonne bei einem wolkigen Himmel. Regnen wird es nicht und das Thermometer klettert maximal auf 9 Grad. Und der Ausblick, es wird schön. Am Donnerstag können wir uns bei einer leichten Bewölkung auf bis zu 5 Sonnenstunden freuen. Und auch am Freitag gibt es nur wenige Wolken am Himmel. Zum Start ins Wochenende gibt es dann sogar Sonne satt bei einem überwiegend klaren Himmel. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt an allen Tagen unter 5%. Lediglich in der Nacht von Freitag auf Samstag kann es vereinzelt tröpfeln. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 9 Grad.
Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.